Und genau so läuft es. Ich bin in Halle 4 und da hatte ich gestern einen Hallenrundgang. Und das habe ich mir ausgespart. Ich habe es im Augenwinkel schon gesehen. Das sind schöne Tücher. Ihr heißt Aloha-Tuch. Und du bist die Chefin? Ich bin nicht ganz. Ich bin ein Teil vom Aloha-Team. Das Aloha-Team besteht aus... Hallo erstmal. Hi. Hallo. Das Aloha-Team besteht aus Steven und mir, Maria, und zusammen sind wir das Aloha-Team. Und wir haben 2020 das Aloha-Tuch kreiert. Und wenn ihr Lust habt, zeige ich euch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Aloha ist so Hawaii, Süden. Ich habe jetzt gerade gesagt, Freiburg, die Sonne kommt raus schnell, weil das passt jetzt gerade von der Belichtung. Ich habe keine Ahnung von Belichtung, aber es sieht geil aus. Bin ich gut belichtet? Ja? Du bist auch. Ich bin der Unterbelichtete hinter der Kamera. Ja, okay. Das wissen die. Nein, ich mache öfter mal hier authentischen Schmäh. Das Auto kennen wir, den haben wir vorgestellt und das geht's nicht. Aber guck mal, wie schön das jetzt aussieht, das Aloha-Tuch. Warum sieht man ja auch jetzt hier schon? Warum? Ja, warum braucht jetzt jeder ein Aloha-Tuch? Also ich mache einen Handbegriff und dann hat jeder sofort verstanden, warum er ein Aloha-Tuch haben sollte. Du bist genau die Richtige. Und zwar haben wir gedacht, wir brauchen jetzt endlich mal eine coole Lösung. Jeder hat ein Tuch irgendwo am Van mit Wäscheklammern oder. Ja. Und wir haben gedacht, Magneten wären echt cool. Und dann haben wir das einfach selbst gemacht. Wir haben da Magnete reingenäht, damit es mit einem Klack am Van ist. Und wir haben einfach ein bisschen einen blickgeschützten Raum. Und wir können uns auch endlich stehend umziehen. Ich nehme euch einfach mal mit. Wer hat denn die Idee gehabt? Ich sehe so viele draußen rumstehen mit Wäscheklammern, mit allen möglichen komischen Geschichten. Ja. Das ist cool, weil ich bin Dauercamper, mobiler Dauercamper. Seit 7 Jahren und ziehe echt viel. Das ist das Erste, wo ich sage, das ist mal eine schicke Option. Wir waren in den Niederlanden gewesen und haben da ein bisschen Urlaub gemacht. Und Steven, also Aloha-Team, war vor dem Van gesessen und wir hatten auch wie alle anderen Tücher dran gehängt, Magneten dran. Und dann saßen wir echt so da und haben gedacht, ey, es muss besser gehen. Und dann haben wir wirklich beim Bierchen beschlossen, wir gehen nach Hause, wir recherchieren, verkaufen das auf dem Markt. Und Es gab's nicht. Das ist der erste Messeauftritt, den ihr macht hier? Ist es ganz neu? Es ist nicht ganz neu. Wir sind ganz viel auf Bulli-Festivals unterwegs, weil Was diese perfekt. Tücher natürlich für Bulli 1, Bulli 2 und so weiter mega interessant sind. Wir sind das erste Mal wirklich hier in Freiburg auf der Caravan Live. Ist auch dick genug, dass man jetzt sowas mit der Kante jetzt nicht gleich durchscheuert. Das hat YouTube hat ja noch keine Haptikmöglichkeit, aber ich kann es euch mal beschreiben, das hat was. Fühlt sich gut an, oder? Fühlt sich gut an. Ist 100% Baumwolle, mega schön. Die Luft geht gut durch, die Sonne geht schön durch. Hier haben wir die Variation mit Saugnäpfen, auch ganz interessant, das weil es ist gut. Ein bisschen die günstigere Variation. Also dann gibt es verschiedene Designs, Homepage, Shop, alles, alles drauf für euch. Logisch. Aloha-Tuch, wenn ihr eingibt, Aloha-Tuch das steht auf. Steht unten in der Videobeschreibung. Ernsthaft. Genau. Aloha-Tuch.com. Nein, einfach nur Aloha-Tuch.com. Und da findet und ihr uns. Nicht immer Aloha, hey, sondern Aloha, hey. Aloha. Wir sind kreativ hier in Freiburg. Ja? Du hast auch einen Stand erwischt, genau in der Mitte drin. Ich glaube, du kannst dich nicht beschweren, der Zuspruch ist da. Ich habe die Leute ein bisschen beobachtet. Der Frank von Solbe ist ein Nachbar von dir, das ist ein alter Buddy. Der hat gesagt, musst du filmen. Oh, wie schön. Dankeschön. Ja, das sind die Sachen, die können wir ja zeigen. Ja, ich muss sagen, hier sind schon echt coole Leute auf der Messe. Also ich bin alleine, gestern alleine, heute alleine und ich habe so viel Unterstützung bekommen. Ganz viele tolle Männer haben mit mir die Elektrik übernommen. Wir haben es vorher, bevor wir eingeschaltet haben, gesagt, liebe Zuschauer, so wenn man in den Wald hineinruft, schalt es zurück und gibt ein Sympathie-Like. Nicht für mich, das machen sie eh nie, sondern für die liebe Gesprächspartnerin. Ist schön. Dankeschön. Dann gehen wir mal weiter. Gehen wir weiter. Oh Gott. Aloha-Tuch, Aloha-Tuch-Tasche. Also in unserer Sprache, sage ich jetzt mal, die Schlambertasche. Schlambertasche? Die Schlambertasche. Für die Van. In unserer Sprache. Wo kommst denn du her? Bei Aschaffenburg. Aschaffenburg. Das hast du jetzt zugesagt, Gott sei Dank. Ihr kennt Aschaffenburg hoffentlich, liebe Leute. Warte schon mal in Aschaffenburg. Frage an die Community oder Miltenberg. Miltenberg ist auch um die Ecke, Landkreis Miltenberg, da kommen wir eigentlich her. Ist es noch Bayern oder ist es schon Hessen? Wir sind schon Bayern, noch Bayern, auch wenn wir sprechen wie Hesse. Teilweise die Hesse. Es verwischt sich überall. Ist aber schön. Die Dreiländereck. Gerade, wir waren gerade an der Waterkant auf der Messe. Okay. Und dann 850 Kilometer hier nach Freiburg, Rendsburg, Freiburg. Die zwei Welten sind schön an einem Tag. Ja, cool. Mega. Macht Spaß. Man kommt rum. Passend zum Tuch. Dann zum Tuch, immer. Die passende Tasche. Wie auch immer. Und wenn jemand jetzt
sagt aber, mein Bus hat eine Markise, haben wir natürlich auch eine Lösung. Lösungssuchend, lösungsoptimiert. Wir kommen gleich zu uns. Wir kommen sofort. Okay? Wir haben ein, zwei Minuten gerade Video und dann sind wir gleich da. Ich kann dann auch gleich mitberaten. Das ist kein Problem. Kederschiene, Kederleiste. Wie auch immer. Das ist der normale Markisenkeder mit Blub. Ja, 7,5. Ich habe vergessen, weil ich die Reisemobilisten. Aber ihr könnt es ja jetzt egal wie irgendwo immer anbringen. Von der Markise runterbaumeln. Also nicht nur auf dem Kastenwagen gebunden, sondern eben nur für ihn. Ja. Mega. Und vor allem, eins zeige ich euch noch. Wenn ihr noch einen Moment Lust habt, ja, klar, dran zu bleiben. Das ist schön, wenn du gleich mitmachst, hier mit der Community agierst. Nachher, ich spreche mit dem Namen derer, die zuschauen. Weil es ist ja kein Zwiegespräch zwischen uns. Guckt. Die Stange rein. Normal sagt man, ich helfe dir, aber so geht's ja, auch nicht. Ja, so ist auch okay. Zur Not kann man auch ein bisschen an der Stange tanzen. Das habe ich in Rendsburg gemacht. Das gibt es im Video. Wer das sehen möchte, in einem der Videos, ich bin abgeprallt und nach unten gesackt. Ich habe den Absprung verfehlt. Muss noch ein bisschen üben. Sah bei mir wirklich nicht schön aus. Musst noch ein bisschen üben. Ja, genau. Das wollen alle sehen. Wollt ihr den Tobi an der Stange sehen? Nein. Yeah, wir wollen den Tobi an der Stange sehen. Das ist cool. Da gibt es da auch noch mit den Fransen. Man ja, sagt ja alle haben Fransen. Das gehört ja zu Aloha einfach dazu. Aloha. Ich finde das eine coole Idee. Da wünsche ich euch viel Erfolg. Ich glaube, das wird kommen. In der Campingbranche muss man ab und zu hartnäckig sein, immer Mind open machen bei den Leuten und kreativ sein. Und das habt ihr geschafft. Ich finde das eine schöne Platzierung hier. Wir geben uns ganz viel Mühe. Wir sehen uns morgen am Ausstellerabend, oder? Unbedingt Anwesenheitspflicht. Das ist immer sehr lustig hier. Ja, auf alle Fälle. Aloha-Team ist am Start. Allgemein wirklich schön. Die Leute, hast du vorhin schon gesagt, cool. Also überall, um Gottes Willen, wir wollen hier niemanden diskriminieren, aber es ist echt schön. Ich wurde sehr liebevoll aufgenommen, obwohl ich wirklich ganz alleine hier erstmal angekommen bin. Herr Mika, Sie laufen da hinten rum, das ist mein bester Freund. Ah, okay. Und grinst mich so an, weil ich hier ein ganz charmantes Video mache. Hi. Sehr kreativer Caravan-Händler, Reisemobil, Bandandler, Klo-Einbauer und schöner Shop-Inhaber. Ich habe die Katja schon kennengelernt. Genau. Ah, okay, das kam immer Die war ja schon da. Die war schon da, wir haben schon ein bisschen getalkt. Hallo, Arthur. Ich kann dir jetzt alles erzählen. Sieht jetzt voll krumpelig aus, ne? Aber wartet, ich einen kleinen Moment. Einen haben wir noch? Michael, da bist du mir jetzt nicht ausgekommen. Ein ordentliches haben wir noch. Da steht alles drauf. Hier. Steht alles drauf. So, und jetzt sind wir raus, obwohl es hier sehr schön ist. Wir könnten natürlich schon noch Zeit quatschen, aber Aloha, Tuch, sag ich da. Aloha, ey. Ich sag Aloha. Aloha. Macht man das so? Aloha? Ja, ja. Aloha. Ihr müsstet eigentlich noch die Dinger verteilen, dann die Blumenketten. Am nächsten Mal. Schöne Idee. Ja, danke schön. Jeder, der einen kauft, Blumenkette dazu. Blumenkette. War jetzt nur so, ich bin manchmal ein bisschen gaga. Ja, meistens nett. Eigentlich, ja? Ist nett. Michael. Ich werde die Idee klauen. Schön, wenn man die Kamera so direkt im Gesicht hat. Ja, total. Die am zweiten Tag der Messe schon nicht mehr so gut aussehen. Aber ist okay. Das darf ich jetzt gar nicht latzen. Darf ich dir den anbieten? Doppelbam. Du auch nochmal. Tschüss. Ja, mein Bild. Wird nichts rausgepixelt, authentisch bei Aloha. Tschüss, ihr beiden. War echt cool. Ich wünsche euch was. Kommt zur Caravan Live noch. Bis Sonntagabend.